Shalom, Sympaleo Hebräisch, Shalom, was auf Hebräisch, in modern Hebräisch, Frieden heißt. Okay. Heute eine Lektion über UFOs in der Bibel. Es gibt hier in Deutschland einige, die sozusagen nicht auf dem neuesten Stand sind. Okay. Und das wollen wir hier mal ändern, okay, weil es geht ja gar nicht hier, okay. Ich habe hier einen Kommentator, Tony Decker, okay, und der meinte hier: Glaubst du wirklich, dass Hashem heißt so viel wie der Name, okay? Und oder das sagen die im Judentum oft, was halt heißt, dass sie den Namen im Endeffekt entweder nicht wissen, wobei ich das bezweifle, sondern sie ihn halt einfach nicht verwenden, okay? Vielleicht, weil es der wirkliche ist oder so, ich weiß nicht. Mir auch eigentlich egal, aber es gibt nur einen Namen und der ist Jehovah und Jehovah Shai. Okay. Weil, wie gesagt, in vielen Filmen und so weiter und Simpsons und so weiter, da sieht man, dass eindeutig Jehovah hier durchs Paläo-Hebräische im Endeffekt bezeugt ist. Okay. Also nichts Hashem oder sowas, okay, wenn du mich fragst, sondern Yahweh und Yahweh Shai, okay. Irgendein technisches Gerät braucht, um damit am Himmel hin und her zu fliegen. Und das ist halt das Problem, wenn du halt von irgendwelchen hier Hashem und Yahweh und was nicht alles für Heidennamen verwendest, okay, dann beginnst du halt gleich dir so ein Konstrukt aufzubauen, was heute in den Kirchen vor allem Umlauf findet. Und auch in den, ja, in den Mündern Meister der meisten Christen, wenn man so will, okay? Weil die gleich damit halt diesen einen Gott verbinden, der sozusagen dann in einen Kopf reinpassen soll, von jemandem, der einfach keine Ahnung hat, okay, wie die Bibel im Grunde genommen aufgebaut ist, wie die Bibel eigentlich von Jehova spricht, okay? Und wie das Verständnis eigentlich gegeben ist aus der Bibel. Okay? Also, keiner hat behauptet, das erwähne ich ja auch nochmal, dass Hashem, welcher der Name Yahweh ist, ein technisches Gerät braucht, um umherzufliegen. Okay? Hat keiner behauptet. Okay? Also, die Frage ist hinfällig. Okay? Gottes Geist gemäß, wo haben wir es? Ganz schnell, okay. Gottes Geist. Also wenn Gott Geist ist, dann braucht er natürlich kein Vehicle, kein Gefährt, um da rumzufliegen, okay. Erste Johannes 4 und 3, oder nicht drei, sondern schauen wir mal. Okay. Wo ist es denn jetzt? Gottes Geist. Ah. Ich habe das eigentlich schon kommentiert, aber die Bibel, wie immer, selten zeigt mir das nicht in YouTube Analytics an. Also muss ich es kurz auf dem Bibelserver suchen. Also selbst die Luther-Bibel wird es hier gleich noch aufzeigen können. Irgendwo im Neuen Testament hier. Ah, Johannes 4,24. Gottes Geist, okay. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.
Also, Wahrheit heißt schon mal, dass du das richtige Verständnis hast aus der Bibel. Wo wir aber noch dazu kommen, okay, weil ich davor auch nicht von UFOs wusste. Und das Video wird dir hoffentlich helfen, das zu verstehen. Also, wie gesagt, Gottes Geist, und der braucht natürlich keine Gefährten, keine Vehikel, um da irgendwie rumzufahren in der Luft oder sowas. Wieso sollte er auch? Er sitzt auf seinem Thron, okay, und er hat da heilige Wesen um sich herum, die ihn ständig anbeten und preisen und loben und für ihn singen und so weiter und so fort. Okay? Und keiner hat behauptet, dass er da rumfliegt oder dergleichen. Okay? Und wenn ja, und es gibt mehr von diesen UFO, was ja der Fall ist, das wissen wir. Das würde bedeuten, es gibt mehrere Götter mit solchen Geräten. Also da ist halt die Frage, kannst du es beweisen? Weil erstens mal, Gott benutzt das Böse und das Gute. Okay? Also selbst wenn du so einen Aleister Crowley hast, dann kann es sein, dass der einfach zu irgendwelchen Dämonen da. Muss verstehen, Dämonen können so gut wie alles. Dämonen können zwar jetzt nicht hier so direkt manifest sein, aber sie könnten theoretisch eine Form annehmen und so weiter. Das heißt, Jehova wird auch böse Engel und gute Engel zugleich nutzen. Also, was du sagst, im Endeffekt müsstest du erstmal beweisen. Aber schau mal her, ich zeig dir was. Und zwar, das heißt, egal was du sehen könntest, momentan sehen wir nur sogenannte identifizierbare UFOs, sozusagen fliegende Tassen. Das ist das, was wir sehen. Alles andere ist entweder deine Fantasie, die du nicht beweisen kannst, okay, oder du hast irgendwelche Filme geschaut, weil momentan sehen wir, wie gesagt, nur die fliegenden Untertassen, wenn wir sie überhaupt sehen. Also müsstest du es erstmal beweisen, was du da sagst. Okay. Ganz easy gehen wir das an, und zwar Jesaja 45,7. Ist ja schön, dass du das denkst, aber du müsstest es halt echt erstmal beweisen. Okay. 45,7. Der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, okay? Der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich der Herr vollbringe alles, okay? Also im Endeffekt, wir gehen gleich weiter darauf ein, dass diese fliegenden Untertassen eigentlich ein Fluch sind, der zu der ganzen Erde. Aber vor allem ist es halt so, dass es natürlich nur einen Herrscher gibt, okay? Und dieser Herrscher würde quasi alles, was du siehst, herstellen und benutzen. Okay? Also selbst wenn du irgendwie beweisen konntest, dass irgendwas daran wahr ist, dann würde er selbst diese UFOs, wenn sie rumfliegen, benutzen. Okay? Dann lass mal weiterlesen. Und es sind halt einfach nur, das heißt Geräte, er braucht sie nicht mal, aber weiß schon. Das wirfst unmittelbar weitere Fragen auf. Allerheilung braucht keine Flugzeuge, um hin und her zu fliegen. Hat wie gesagt keiner behauptet. Okay, also hinfällig. Dann habe ich geantwortet, Jehova nicht. Die Engel könnten es hingegen schon gebrauchen, um in Dritten Weltkrieg und so einen Kampf zu vollbringen. Okay? Also, wenn du der Bibel dich ein bisschen auskennst, dann wirst du lesen, wie Esau Edom, sein Königreich, Bruder von Jakob, dem sein Segen das Schwert ist. Zum Beispiel jetzt hier im Dritten Weltkrieg und so, dass er die anderen Nationen ultimativ dazu bringt, dass sie mit ihm kämpfen gegen eine, wenn du willst, außerirdische Macht. Aber wenn wir jetzt auf Definition gucken würden, was außerirdisch heißt, dann heißt es halt einfach nicht von der Erde. Irdisch heißt Erde, oder von der Erde. Außerirdisch wäre dann außerhalb der Erde. Und das ist das, was sie vorhaben. Deswegen siehst du halt Donald Trump jetzt mit seiner Space Force. Okay, denkst du, die machen das einfach so? Nee, machen sie nicht, weil die da mit dem Militär richtig hart reingehen. Okay, also scheinbar haben die da was vor. Okay.
Wie gesagt, die Eliten wissen, dass die UFOs von Yahawa und Yahawashai sind. Mit Yahawashai liest man immer, ist unter ihnen sozusagen. Das heißt, ultimativ, der Vater ist natürlich auch unter ihnen. Das heißt nicht, dass er selber so ein Gerät braucht. Okay, also im Kontext musst du schon immer alles betrachten dann. Wie gesagt, Yahweh sitzt auf seinem Thron und er ist gleichzeitig Geist, also ihm braucht man gar nichts irgendwie. Er braucht gar nichts, okay? Das ist es ja. Er braucht gar nichts, okay? Was ihm aber gefällt, sind, wenn sein Same sozusagen, also die Israeliten auf der Erde, ihn anbeten, für ihn fasten, was auch immer. Okay, also das gefällt ihm, okay? Also einen Kampf zu vollbringen. Das heißt, sie werden, Esau Edom wird sein, es wird sein Segen, den er ja eigentlich nur von Jahwe bekommen hat. Es zeigt dir, wie hinfällig der Versuch allein schon ist. Versucht er tatsächlich die UFOs dann zu bekämpfen, wo wie gesagt Yahawashai unter ihnen ist. Und das lesen wir gemäß den Prophezeiungen über die Wiederkunft. Yahawashai ist mit den Wolken, welche UFOs sind, wie gesagt, in Offenbarung 1 und 7. Siehe, er kommt mit den Wolken, und ich habe schon einige Träume gehört von Brüdern auch, die gesagt haben, dass sie Wolken gesehen haben, wie sie sich buchstäblich verwandelt haben. Okay, und das liegt sehr nahe, wenn du dir manchmal auch Formen von irgendwelchen Wolken anschaust, dann erinnert es schon sehr manchmal an eine fliegende Untertasse, wenn man so will. Und es hängt damit zusammen, dass bei Yahweh einfach alles möglich ist. Und er halt sowas nutzt, um die IFOs zu verstecken. Das heißt, du denkst, es ist eine Wolke und dann kommt da ein Chariot, also ein Streitwagen, wie es so schön sagt, raus. Okay? Siehe, er kommt mit den Wolken. Also er wird sicher nicht mit den Wolken buchstäblich kommen. Okay? Die Bibel ist nicht so zu verstehen, wie es die meisten verstehen würden. Okay? Sonst würde ja jeder die Wahrheit kennen. Ist aber nicht der Fall. Okay, genauso wie es nicht der Fall ist, dass er buchstäblich die Wolken mit sich nimmt oder sowas und die Wolken dann irgendwie attackieren oder die Wolken irgendwie zu bestaunen sind von den Leuten. Natürlich nicht, okay? Sondern geistlich muss man die Bibel verstehen. Okay, das Verständnis kommt immer aus Israel, aus den echten Israeliten, meine ich. Und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Okay? Also jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Okay? Nicht, weil sie irgendwelche Wolken sehen, sondern weil die Wolken UFOs sind, okay, die Krieg machen. Okay? Krieg. Zudem müsstest du erstmal beweisen, dass es andere Aliens gibt, welche nicht zu Jahwe zum Guten und zum Bösen benutzt werden. Punkt. Okay? Also das war im Endeffekt alles, was ich zu dem Kommentar zu Antworten hätte. Ich hoffe, du konntest daraus eine, ja, du konntest daraus bestenfalls lernen. Ansonsten kannst du noch antworten. Aber wir werden das hier noch ein bisschen Stückchen für Stückchen beweisen, okay? Weil es gibt natürlich die ganze Bibel über hier Anhaltspunkte, okay? Dass nur dieses Verständnis richtig sein kann, okay? Second Esdras 13 und 6, wir fangen jetzt einfach mal mit den Apokryphen an. But I beheld, and lo, he had graved himself a great mountain and flew upon it. Also er nahm sich einen großartigen Berg und ist auf ihn geflogen, okay? Und wenn du dir einen Berg nimmst und darauf fliegst, dann wird es erstens keine Wolke sein. Zweitens, es wird kein Wagen mit irgendwelchen zwei Pferden dran sein. Drittens, okay, es muss etwas Großes sein und es muss aussehen wie eine fliegende buchstäblich Untertasse. Okay? Also wird es wahrscheinlich ein IFO gewesen sein, ein identifizierbares Flugobjekt. Okay? Weil durch die Bibel kannst du es eben identifizieren, auch wenn es für die meisten Menschen, sage ich mal, nicht zum Guten kommt. Okay? Die IFOs. Okay? Weil die kommen auch, um Zerstörung zu machen, wenn, okay, diese nicht Buße tun und so weiter und so fort. Dann lesen wir in Sacharja 5 und 1, und ich erhob wiederum meine Augen und schaute, und siehe, eine Buchrolle kam geflogen. Okay? Eine Buchrolle. Wir nehmen jetzt einfach mal an, dass es ein IFO ist, okay? Allein Second Esdras dürfte dafür schon genügen, aber wie gesagt, wir gehen noch weiter drauf ein. Und er fragte mich: Was siehst du? Ich sprach: Ich sehe eine fliegende Buchrolle, 20 Ellen lang und 10 Ellen breit. Okay?
Und ich zeige dir mal kurz, wie groß das ist. Okay, ich gehe jetzt mal kurz zu einer Bibel, wo ich das ausgelegt oder lass mal kurz im Internet schnell gucken. Maß einer Elle. Schau, Maß einer Elle. Bibel. Okay. Also die Elle ist eine Einheit. Also eine Region, verschiedene Namen, Vergleich. Ganz kurz. Also sagen wir mal 20 Ellen lang. Und wenn wir jetzt mal schauen, schau. Also wir haben hier eine kleine Elle. Amar griechisch Peches, okay, 45 Zentimeter. Beispielsweise 5. Buch Mose. Dann haben wir die große Elle, Amar 52 Zentimeter. Okay, also etwa halber Meter. Okay, also etwa halber Meter. Okay, also gemäß biblischem Maße, okay, wären wir hier etwa bei 10 Meter. Okay, und das ist jetzt nicht Second Esdras, wo wir von einem Berg sprechen. Okay, sag mir mal bitte, was ein Berg ist. Okay, wenn es kein UFO ist. Okay, ein fliegender Berg. Okay. Aber wie gesagt, wir sind jetzt hier bei Sacharja erstmal, okay? Oder anschließend. Und das sind dann ungefähr, wie gesagt, 10 Meter lang und 5 Meter breit oder so, okay? Und das ist eine fliegende Buchrolle. Und wenn du dir die meisten UFOs, vor allem die halt so gesehen werden, anschaust, dann sind die meistens so 10 Meter, okay? 10 mal 5 oder halt sowas um den Dreh, okay? Also ganz klar hier. Erneut, wir sprechen hier von einem tatsächlich UFO oder IFO, okay? Und er sprach zu mir, das ist der Fluch, der über die Fläche der ganzen Erde ausgeht. Okay, wie kann etwas als Fluch über die Fläche der ganzen Erde ausgehen? Bestenfalls über fliegende Untertassen, die halt auch Laser schießen können, die Leute einfach hochbeamen können, okay? Die sich verstecken können, als Wolken ausgeben können, die Menschen auf der Straße beschützen können, okay, und lauter so Sachen, okay, die Engel, ich sage jetzt wie gesagt nicht, dass Engel, dass nicht mal Engel das brauchen, aber die Engel zum Beispiel runterbeamen können und sonst was, okay. Wie gesagt, das stelle hier nicht in Frage, dass es nicht anders gehen würde oder dass. Oder überhaupt, ich spreche gar nicht darüber, okay, ob es überhaupt notwendig ist. Okay, ist mir eigentlich egal, wenn es so ist, dann ist es okay. Ist es so. Denn jeder Dieb wird weggefegt werden, gemäß dem, was auf dieser Seite der Rolle steht. Und jeder, der falsch schwört, wird weggefegt werden, gemäß dem, was auf jener Seite der Rolle steht. Also im Endeffekt, man liest auch, dass Diebe halt 10 Gebote und sowas. Die werden halt alle weggerafft, okay, und es geschieht dadurch, dass halt die UFOs sozusagen, ja, manche von denen einfach komplett auslöschen werden, indem sie halt einfach Laser auf sie schießen, okay. Und die Engel, die nehmen das alles auf und werden danach, also demgemäß, dann handeln, okay. Also, sprich, die Engel sind hier auf jeden Fall zuständig für diese Gefährte. Aber natürlich sind sie von Yahweh gesteuert und werden auch nur seine Befehle befolgen. Genauso wie zum Beispiel Satan auch nicht an den Befehlen von Yahweh vorbei kann. Okay, das liest du in Hiob, lest mal erstes Buch und so. Okay. Wird Sohn Gottes genannt und er darf immer nur das tun, was Yahweh im Endeffekt zulässt. Okay, wie gesagt, alles ist von Yahweh geschaffen. Okay, also bist du eher in der Zwickmühle hier, weil du müsstest erstmal beweisen, was du behauptest, okay? Ezekiel 1,4 bis 5. Und das könnten wir in Deutsch lesen, Ezekiel 1,4.
Okay, ganz einfach hier. Weiterhin. Easy bewiesen. Okay. 1-4. Es sind nur ein paar Scriptures, also es sind nicht alle. Es gibt noch viel mehr. Okay. Selbst wenn es hier nicht in der Bibel drinstehen würde, überhaupt. Selbst wenn, wie gesagt, dann wüssten wir es trotzdem, weil unsere Vorväter. Unsere Vorväter das erlebt haben und das uns gegeben ist im Spirit, okay? Spirit heißt Geist. Vers 4. Und ich sah und siehe, ein Sturmwind kam vom Norden her, eine große Wolke und ein Feuer, das hin und her zuckte und Glanz war rings um sie, okay? Und aus seiner Mitte, aus der Mitte des Feuers, strahlte es wie das Funkeln von glänzendem Metall. Okay, aber lass mal weiterlesen. Und aus seiner Mitte hervor erschien die Gestalt von vier lebenden Wesen. Und dies war ihr Aussehen. Die Gestalt eines Menschen hatte sie und vier Gesichter hatte jenes und. Okay. Also Metall lesen wir hier. Okay. Funkeln vom glänzenden Metall aus der Mitte. Und wie gesagt, hier geht es erstmal wieder um die fette Wolke und so weiter. Okay. Und die fette Wolke ist immer ein UFO oder ein IFO. Okay, ganz klar. Wieder mal eine weitere Vision von Hesekiel in dem Fall, wo er ein solches IFO sieht. Ganz klar. 2. Könige 2,11. Du hast sogar Esau auf vielen Internetseiten und in einigen Bibelauslegungsseminaren oder sowas, wie er darüber spricht, dass die UFOs in der Bibel sind. Und dann hast du, wie gesagt, die Eliten von Esau, die dir vermitteln, dass das alles schlecht und dämonisch ist. Was unter Umständen schlecht sein kann, aber auch nur für sie selbst. Okay? Ja, die 144.000, die werden durch sie gerettet. Okay? Ich habe erst heute ein Video gesehen von einem Bruder, der einen Traum drüber hatte, dass die Elekt, also die 144.000 aus der Offenbarung, okay? Da eingestiegen sind in so ein metallisches Ding, okay, und dann je nach Stamm, also Stamm Israels, zugeteilt in einem bestimmten, also erstmal gesammelt wurden und. Okay. Chariots, Streitwagen, IFOs, okay. Zweite Könige 12. Und es geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander, und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Und hier könnte man buchstäblich davon ausgehen, dass tatsächlich das von einem Streitwagen spricht, der zwei Pferde vorne hat. Okay? Das ist ein Beispiel, wo man das so auslegen könnte. Oder wo es halt einfach drin steht, dass sie zwei Pferde dran hat. Okay? Aber wie gesagt, ein Berg und fliegende Rolle und so, okay, das hat alles nichts mit Pferden zu tun, okay. Also man muss auch ein bisschen selbst nachdenken, okay, nicht versuchen alles immer nachdenken, aber nicht irgendwas dazu erfinden. Davon ist nicht die Rede, okay, das sollte man auch nicht tun. Laut der Offenbarung wird man dafür bestraft sogar, okay. Wird einem ein Teil vom Baum des Lebens genommen dafür. Okay? Sondern es ist verlangt, dass man Dinge spirituell beurteilt. Okay? Das sagt nämlich die Bibel, dass der geistliche Mensch alles beurteilt. Okay? Und du musst auch beurteilen, ob die eine Bibelstelle, sage ich mal, ob da Pferde drin steht und in der anderen, okay, einfach von was ganz was anderem die Rede ist. Okay? Ja, wie gesagt, ein fliegender Berg kann wohl kaum, hat nichts mit zwei fliegenden Pferden zu tun. Okay? Sieht ihr nicht bei Santa Claus oder sowas, okay? Was die Leute, die Christen da so denken, okay? Weil die würden ultimativ denken, dass es alles von irgendwelchen fliegenden Pferden spricht oder sowas, okay? Who are these that fly as a cloud and as the doves to their windows, okay? Jesaja 60,8.
Sorry, aber die Christen sind einfach, vor allem in dieser Zeit, einfach komplett hängen geblieben. Deswegen freut es mich, wenn mehr zu diesem Verständnis kommen, okay? Weil die Bibel ist sozusagen weiterentwickelt, okay? Als dieses Königreich sozusagen, okay? Deswegen werden es auch wahrscheinlich UFOs sein und keine fliegenden Pferde. Aber auch fliegende Pferde, okay, die im Himmel reiten können, sind weiterentwickelter, wenn du mich fragst, als tja, als dieses Königreich, wie gesagt. Vers 8. Wer sind die, welche gleich eine Wolke daherfliegen und wie Tauben zu ihren Schlägen? Okay, wie gesagt, gleich einer Wolke, okay, weil sie sich nicht verstecken müssen oder sowas, sondern einfach, weil die Leute auch irgendwo ausflippen würden, was Jahwe eigentlich nicht will. Kann ich mir vorstellen, auch wenn die Wahrheit draußen ist und die Leute wissen, dass es UFOs gibt. Ich denke nicht, dass es sein Wille ist, dass hier überall UFOs rumfliegen, wenn es nun nicht an der Zeit ist, okay? Tja, Wolke und so, ne? Und viele, auch ich, okay, wir haben einige UFOs schon gesehen und es wird immer mehr werden, aber irgendwann wird es halt, sage ich mal, tja, irgendwann wird halt Jawa das als Waffe nutzen, okay? Dann ist es halt nicht mehr so lustig. Weil manche finden das tatsächlich sogar lustig, wie ich da aufgefasst habe. Aber lass mal. Tja, dann ist es halt echt nicht mehr so lustig. Okay, zu deiner Frage vorhin. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott, okay? Und ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest. Also außer ihm gibt es sozusagen keine Kräfte, okay? Also alles, was du wie gesagt erstmal beweisen müsstest, okay, dass du was anderes rumfliegt als die guten und die schlechten Engel von Yahweh Shem Yahweh okay? Wenn die schlechten überhaupt rumfliegen, tja, dann ist es auch von Yahweh, okay? Dann ist es von ihm so gegeben. Wie gesagt, selbst die guten Engel werden laut der, nicht dass sie tatsächlich schlecht sind, aber das, was sie tun, weil sie werden, wie gesagt, kommen, um viele Menschen zu töten, okay, wird als Fluch bezeichnet, weil sie dann nicht da sein werden, okay. Und mit denen, die noch, weiß nicht, Monate davor darüber gelacht haben, okay, irgendwie nett zu begrüßen oder sowas, sondern die kommen, um genau dieselben einfach zu vernichten, okay, weil sie nicht anders verdient haben. Und das ist dann ein Fluch, okay? Und dieser Fluch kommt über dich, wenn du eben dich so gibst, okay? Das ist halt das. Also ein Fluch ist nur für die, die verflucht sind, verstehst du? Deswegen werden die 144.000, okay, es wird eine Zeit kommen, wo jeder ultimativ mit Angst hier so ein bisschen sein wird und so. Okay? Steht in der Bibel, dass man den, dass selbst die 144.000 sich den Tag nicht wünschen von Jahwe. Aber wir wissen, dass wir nicht unter diesem Fluch stehen, von diesen IFOs niedergemetzelt zu werden. Buchstäblich, okay? Genau, aber damit will ich es auch schon beenden, weil es soll jetzt hier nicht so lang werden, okay? Und Shalom, bis zum nächsten Mal. Man sieht sich.